Tag und willkommen zu meinem neuen Let's Play Donkey Kong Country 2. Erstmal testen, wie das mit den Save States und alles funktioniert. Wasser kann man nicht die Lautstärke einstellen oder was? Stereo natürlich. Natürlich spiele ich das Spiel auf Englisch, weil die deutsche Übersetzung von den ganzen Bezeichnungen in dem Spiel ist, naja, unterwältigend. Deshalb fangen wir erst einfach mal an. Hat vielleicht mein sogenanntes Let's Bug Video für dieses Spiel gesehen. Jetzt habe ich aber endlich einen funktionsfähigen ROM. Und kann endlich richtig zocken. Das wollten wir natürlich schon immer mal. Natürlich werde ich auch hier wieder Save States benutzen, ist ja wohl klar. Weil so ein Überpilzer wie der Geilkin bin ich einfach nicht, der alles ohne Save States hinkriegt. Man hat vielleicht in meinem vorherigen Video eine Testaufnahme gesehen, dass ich schon in Welt 2 war eigentlich. Ich habe einfach testweise schon mal gespielt, um wieder reinzukommen, weil ich habe das seit vielen Jahren nicht mehr gezockt. Und ich muss natürlich auch erstmal hier mit der Steuerung zurechtkommen, die auch suboptimal ist auf dem PC. Nämlich in Lost Levels und den ganzen anderen Mario-Spielen war es ja eigentlich relativ in Ordnung mit der Steuerung. Einfach Pfeiltasten zum Bewegen und dann noch eine Taste für jeweils Springen und Rennen. Hier braucht man die auch alle, aber dann auch noch Zusatztasten für Freund nehmen, Freund wechseln, vom Viech absteigen und so weiter. Und bei der Tastatur ist es ja ständig so, dass sich bestimmte Tasten nicht gleichzeitig drücken lassen. Und noch dazu ist es nicht intuitiv, welche Taste was macht. Beziehungsweise man kann sie sich nicht so legen, dass es intuitiv ist. Deshalb wird es wahrscheinlich öfters passieren, dass ich einfach mal die falsche Taste drücke. Ja, toll, jetzt hat er zum Beispiel keinen Anlauf genommen. Jetzt will er dauernd nicht springen, ist der schlecht. Spring doch mal, du Blödi. Was halt bloß, das sind wieder Tasten, die man nicht gleichzeitig drücken kann, oder was? Aber vorhin hat es doch noch funktioniert. Was zum Teufel? Na, endlich. Wow, unglaublich. Vorhin im Testspiel habe ich nie das KONG vollständig gekriegt, in der ganzen ersten Welt nicht. Sowas sollte man natürlich im Let's Race nicht machen, aber das hier ist ja kein Let's Race zum Glück. Obwohl ich da auch nie und nimmer mit dem Geilkind mithalten könnte. Und ich glaube kaum, dass ich die 102% schaffen werde, weil so ein Freak bin ich einfach nicht. Der den ganzen Mist auswendig weiß. Ich meine, die offensichtlichen Bonuslevels wie das gerade eben, mache ich natürlich. Aber ich weiß natürlich nicht bei jedem einzelnen Bonuslevel, wo es ist oder wie viele Bonuslevels es in einem Level gibt. Ich meine, sowas merkt sich ja wohl kein Schwein. Deshalb spiele ich einfach auf gut Glück und wenn ich die Bonuslevels finden kann oder in die verlorene Welt komme oder so, dann mache ich die natürlich auch. Aber wenn nicht, dann gehe ich nicht ständig zurück und suche nach irgendwas. Wenn man sehen will, wie es aussieht, wenn man 102% hat, kann man sich ja das Video von Geilkind angucken. Da
Weil der hat es tatsächlich alles geschafft. Was zum Teufel? Der kommt da sogar runter? WTF? Ach so, natürlich. Ups geholt, die man eh wieder weggenommen kriegt, wenn man den Spielstand lädt. Also ohne Safe State meine ich jetzt natürlich. Wie kann man denn da nochmal runterspringen? Das ging auch irgendwie. Ja toll, das bringt's, aber ich weiß nicht mal mit welcher Taste ich das jetzt gemacht habe. Vor allem spiele ich irgendwie so langsam. Mal gucken, ob da was ist. Ja toll. Ja toll, komme ich da jetzt überhaupt nochmal hoch? Hä? Ja toll, jetzt hängt er da rum. Muss aber anscheinend erst wieder aktiviert werden. Ach, da kann man doch hoch, toll. Dass man mir das endlich mal sagt. Wird auch Zeit. Also man sieht schon, ich stelle mich ganz schön blöd an. Und ich bin jetzt auch nicht der Überexperte in dem Spiel. Aber die Grundlagen habe ich natürlich schon begriffen. So, das ist das nervige Bonuslevel. Mal sehen, ob der Lusche Diddy irgendwie hinkriegen kann. Ach so, da sind ja noch mehr Geschosse. Und die Kanonenkugel respawnt anscheinend sogar. Erstaunlich. Boah, eigentlich habe ich den berührt. Okay, da kommt man, glaube ich, auch irgendwie hoch. Da links. Ja, muss man, weil da ist ein B. Ja, jetzt. Hier bin ich vorhin im Testspiel gefailt, weil ich nicht gerafft habe, dass die Münze gar nicht unten kommt, sondern oben. Aber da rechnet ja auch keiner mit. Dass die Münze so komisch ist und oben kommt. WTF. Damals, als ich klein war, habe ich das mit dem Radschlagsprung vom Diddy nie hingekriegt. Komischerweise. Aber mittlerweile habe ich, glaube ich, so ungefähr kapiert, wie der geht. Hinkriegen tue ich ihn zwar trotzdem nicht immer, aber egal. Okay. In den ersten beiden Levels habe ich erstaunlicherweise tatsächlich alles. Dann kommt hier jetzt mal ein Cut.